Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück zu Dämmerlicht im Schnee. Im letzten Part haben wir endlich mal die Route beendet, sind im Blizzard angekommen, haben uns ein wunderschönes Glorak gefangen, als unser Routenpokémon Stärkeufer und See der Stärke und die Herren mir ein Pipi verdient. Ja, die Herren lassen uns nicht durch. Die Herren. Komisch. Da geht's um die Stärke. In Pokémon Platin brauchst du echt wirklich Kraxler dafür, um da lang zu kommen. Naja, dann gehen wir jetzt heute mal zuerst in die Arena und gucken mal nach, was für eine Arena das ist. Das Level Cap haben wir, ja, noch so gut wie total unterschritten, weil Level Cap ist 42 und wir sind gerade mal so 37, 38. Dürfte also alles machbar sein. So, ich finde, mit Zephyroth und Riku können wir ganz gut scouten, was denn der Gegner, was denn der Typ der Arena ist. So. So. Sesam, öffne dich. Na, wenigstens hat der Arena-Typ sich hier nicht geändert. Also, ist ein Platin ja genau der gleiche Kram mit den Schneebällen. Och man, jetzt aber gut hier. Nee, so. Blopp. 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 Nee. Hallo. Der Trick Boronarina macht dir ja zu schaffen, oder? Wenn du während des Kampfes nicht in Ruhe bewahrst, wirst du verlieren. Hast du verloren. Nee, wir sind gerade erst reingekommen. Drei Pokémon und es ist Quaxo. Es ist eine Wasserarena. Der Riku ist da eigentlich gar nicht mehr so schlecht gegen. Quaxo sieht witzig aus. Quaxo. So, Biss! Bam! So. Schreck zurück! Schreck zurück! So, zurückschreck und keine Hypnose machen, verdammt! Nein! Oh, ich hab keine Lust drauf. Auf Wecker. Aber es ist kein Quaxo mit Niesel? Gab's doch hier schon, ne? Also so diese... Klar, Sandsturm gibt's auch. Alter, ist gut. Nein, ich will nicht das Pokémon wechseln. Pam! Och man, schon wieder. Ey, das nervt immer dieser Pixelkram. Oh Gottes Willen, lässt du das mal sein? Dann hat er hier abgesangen. Bist du wahnsinnig? Mach das bitte mal fertig. Und dann wechseln wir erstmal Riku. Sonst können wir Zephyroth nicht vergessen. Da kommt er hier mit Abgesang an. Hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, dass Quaxo das kann. Man lernt immer was Neues. Ja, natürlich kommst du jetzt mit einem Boden-Pokémon an. Na, vielleicht schaffen wir das noch. Vielleicht schaffen wir es noch. Mach mal bitte deine Bissattacke. Ach Mann. Schreck zurück. 2-1. Ne. Nö. Nö. Vergiss es. Riku, du bist dran. Bestimmt macht der sowas wie... Ach, wir haben ja Schwebel. Klar, ich bin auch doof. Will gehört auch Schwebel. Ja, eine Erholung. So. Weißt du, was ich mache? Da er ja so toll ist und einfach Erholung nutzt. Hehehehe. Ein Schweifglanz. Oh Mann, mein Hals immer noch, ey. Ja, so unheilbö. Bam. One hit. Natürlich, in einem Schweifglanz hätte ich uns andere erwartet. Aber Riku levelt so langsam davon. Level 39. Was hat er jetzt?
Stern, du! Hallo, Stern, du! Nett, dich zu treffen. Wie wär's denn mit einem Schweifglanz-Schockwelle? Was hältst du denn davon? Ich find's eine Bombenidee. Ja, klar, Riku würde hier durch die Arena fegen wie sonst was, aber. Sonst levelt die Gute uns davon, dann können wir sie eine Weile nicht einsetzen. Das wäre ja auch nicht so schön. Du bist überraschend cool geblieben, zumindest habe ich jetzt warme Stiefel. Will nicht wissen, wovon. Ich will nicht wissen, warum. Jo. Müssen wir Sephiroth mal vorne. Ich werde aber jetzt einen Supertrank verschwenden, um ihn zu heilen. Ich habe gerade den Machtgurt gesehen. Erinnert mich jetzt gerade an Pokémon Sonne, weil da versuche ich derzeit die Macht-Items zu bekommen fürs EV-Training. So? Ja. So. Und dann bum bum. Wie? Hat nicht genug Anschwung. Hätte nicht genug Anschwung hier. Ja. Warte. Yep. Oh, yay! Yay! Rutsch. Nö. Düpp. So. Hallo! Ich befasse mich seit noch nicht allzu langer Zeit mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Training zu diesem steilen Aufstieg geholfen. Wie? Und dann bist du hier in der Arena als Ass-Trainer? Was bist du denn, Cheaterin? Austos! Hallo Austos, wie geht es dir? Kennst du schon Sephiroth? Wie wär's denn mit einem Zertrümmerer? Das ist doch mal eine Idee. Wie viel zieht das ab? Nichts. Boah, hör auf mit Superschall. Muss nicht sein. Bissattacke! Wie nannte es Lenificate nochmal? Austos, ein Nebulak in der Auster gefangen? Bam! Oh. Bam. Alter. Natürlich krieg ich den Angus-Drop. Drop, ja, ist klar. Drop. Aber er kriegt nicht den Death-Drop, ne, wenn ich Zertrümmerer mache. Cheater. Voll das Cheaten hier wieder. Geh weg mit deinem Superschall. So, nochmal Bissattacke, mach's platt. Och, Mahan. Ein Angriffsdrop und schon. Kriegt man hier voran? Alter, hörst du jetzt mal auf? Jetzt nervt auch noch voll mit Schutzschild. Biss. Hau weg. Danke. Tschüss. Bye bye. So. Weg mit dir. Nom 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 nom. So. Oh, damit ist der Fluff auch schon mal auf der 38. So. Was wechseln wir denn jetzt mal hier um? Wir müssen Yuna nachholen. Man sollte auch nicht so Riesenprobleme haben, solange nicht irgendwie ein Korazon nur so auftaucht. Und jetzt, wo ich es gesagt habe, wird natürlich gleich eins auftauchen. Oder ein Kabutops oder Kabuto oder Amonita oder Amoroso. Ein Kanimani. Das ist vertretbar. Hallo Kanimani. So. Oh, ich habe die Attacken noch nicht sortiert. Nicht böse. So, Schlagbefehl. Los, ihr Bienchen. Verprügelt es. Das war's. Ein Critic gehört. Warum nicht? Sehr schön. So, das lief wunderbar. Du warst nicht einmal unruhig. Nö, warum auch? Ja, ich muss jetzt natürlich
Hier lang. So. So. Dann. Nee. Blopp. So. Njung. Das hat. Ah, doch, hier, klar. Njung. So, dann verprügeln wir jetzt erstmal den hier. Hi. Ich kann selbst meine Zunge nicht mehr spüren. Dann geh doch raus hier. Ach Gott. Suppenpacks. Ach du Schande. Da habe ich nichts gegen. Wir sind gegen seine Bodenattacken immun. Immun. Mit Ü. So. Schlagbefehl natürlich wieder. Autsch. Bodychecken. Geht ja. Es geht. Es geht, es geht, es geht. Der Schaden. Schlagbefehl. Los, ihr Bienchen, verprügelt ihn. Alter. Was sagen. Gesichter. Ja, mach du mal deine Gesichter. Das ist die Frage. Das glaube ich aber nicht. Ne? Das Gesichter jetzt, wenn er jetzt Gesichter macht, das Bodenattacken treffen. Nee, dann muss er schon sowas wie Anziehungskraft machen oder so. Erdanziehung. Anziehungskraft in der Erdanziehung. So. Ja, super. Das lief ja wunderbar. So. Was haben wir jetzt? Wingal. Hallo Wingal. Nimm, nimm. Wingal sieht komisch aus mit seinen geknickten Flügeln. Quatsch. Los jetzt, Juwelenkraft. Bam, 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 bam. Dim, 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 dim. Alter, Juna, was ist denn los hier? Juna räumt auf. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt, oh yeah. Sie sagt, mir wird kalt, sehr kalt. Ich bin sogar so dreist und versuche gleich mal bei der Arenaleiterin mit Zephyros zu leaden und dann erstmal Schwert zu tanzen und dann ihm durchzurushen, sodass ich Riku noch nicht mal einsetzen muss. Das wird genial. So. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Nein! Yay! So, 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 so. Und dann hier runter, genau. Bam! So, zack. Zack, zack. Nee, es bringt nichts, ne? Nö. Das hat null gebracht. Das hat leider nichts gebracht. Ich muss da vorne runter. Moment, kurz husten. Ach, jetzt weiß ich, wo ich lang muss. So, so. Und dann, yay! So, dann erstmal hier, hallo! Fühlst du die Ermüdung? Ein guter Trainer lässt sich von seiner Erfahrung nicht vom Sieg abhalten! Nö. Ich bin fit! So, Morlord! Hallo Morlord! Finde ich gut, dass sie jetzt die ganze Zeit mit Wasserboden-Pokémon ankommen. Da lacht sich mein Team aus Yuna und Guy ins Fäustchen. Ja, ja, das wird wohl nix, mein Freund. Er hat noch nicht mal eine Wasserattacke, also muss zurückgezogen werden. Das ist natürlich auch gut. Oh, Turtalk. Das ist gut. Da musste sie Mono zurückschicken, weil zurückziehen, weil der wahrscheinlich keine einzige Wasserattacke kann, sondern nur Bodenattacken. Wunderbar. Herrlich. Turbodreher, wie niedlich. Ernsthaft. Ja, sag mir bitte nicht, du hast auch keine Wasserattacke. Das wird irgendwie so ein bisschen lächerlich. Komm schon, du wirst doch eine Dingsattacke. Ne. Er muss natürlich jetzt mit Schild nerven. So, Flinkklaue, komm, dann müssen wir wenigstens keinen Treffer mehr einstecken. So. Ah, warte kurz. Naja, werde ich gleich einfach ganz kackendreist sein und werde. Natürlich kriegen wir die Verwirrung.
Mach bitte Schlagbefehl, bitte. Hau das wenigstens weg. Ja. Molot dürfte dann ja kein Problem mehr sein. Boom. Tschüss, Turtok. Turtok. War das so im Anime, ne? Turtok. So, ja. Wie gesagt, ich nutze jetzt mal ganz dreist Molots Schwäche aus. Und werde kein Item verschwenden, sondern werde mich so heilen mit Heilbefehl. Wenn wir uns nicht selbst schlagen. Nee, wir schlagen uns nicht selbst. Das ist schön. Juna denkt sich so, nö. Nö. Natürlich hast du Gainer. Spammst du jetzt die ganze Zeit Gainer? Mal so als kleine Nachfrage. Dann bringt mir nämlich mein Hin- und Herwechseln jetzt nichts. Nee, er kommt mit Amnesie auch ran. Was natürlich gegen Guy gar nicht mehr so schlecht ist, weil Guy speziell angreift. Deswegen fliegen wir jetzt in die Luft. Gena. Nee, Amnesie. Er spammt weiter ganz. Also hat Gena Amnesie. Ich gehe mal davon aus, dass der wahrscheinlich Schlammbombe auch noch hat. Mit Lebensschelle? Also jetzt so als Bodenattacke? I don't know. Ja, damit hast du deine Spezialverteidigung jetzt auch schon ins Massive gehoben, mein Freund. Ich fliege mal eine Runde hoch. Tschack. Da kam der Gegner. Und jetzt fliege ich wieder runter. Mach einen Crit, dann ist das wenigstens weg. Nö. Dieses Kindergeräusch. Bing. Ah, Gott. Ja, dann. Ach ja, wir haben nur Wahlglas. Wir haben Wahlglas mit Guy. Stimmt ja. Ach, Käse. Schlafen wir auch einmal, wenn wir in der Luft sind? Das ist jetzt mal gerade so eine Preisfrage. Ernsthaft? Ernsthaft? Du schläfst in der Luft ein? Ehrlich? Was ist das denn für ein Käse? Och Mann, ernsthaft? Warten wir jetzt einfach mal, bis Guy irgendwo mal entscheidet aufzuwachen. Weil das Wechseln würde jetzt nichts bringen. Weil wir gerade gesehen haben, der spammt Gena. So. Ah, war wohl jetzt. Und zack. Ende Gelände, Kollege. Ende Gelände. So, Juna und Guy ein Level up. So hält Guy wenigstens mit Riku ein bisschen einen Schritt. Das ist nicht richtig. Ein guter Trainer wird unabhängig von der Situation siegen. Wie, das ist nicht richtig? Warum ist das nicht richtig? Ich habe auch wegen der, auch egal, wegen der Situation gewonnen. Wie mache ich das andere denn da jetzt? Dann müsste ich eigentlich... So? Nee, ist ja Quatsch. Ah, ich sehe es eigentlich im Grunde schon. Ja. Ich sehe es eigentlich. Hi. Wir haben die ganze Zeit in Schneestürmen von Blizzard gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sehr es uns abgehärtet hat. Dann zeig mal her. Er hat ein Pokémon. Es ist ein Muschas. Warum nicht? Wir hatten ja schon einen Austausch gehabt. Wir haben ja schon ein Austausch gehabt. Oh yeah. So. Schlagbefehl. Oh. Bing, bing, bing. Badaim. Dürfte aber nicht so viel als abziehen, ja, würde ich sagen. Bescheidener Schaden. Nimm. Mal sehen, wie viel zieht das ab? Ja. Das ist doch ein ordentlicher Damage. Schnapper.
die Wasserversion vom Wickel. So, damit haben wir auch Muscha schon mit dem mit unserem Bienchen verprügelt. Oh. Level up? Ja, wunderbar. Das ging hier ja echt wie geschnitten Brot in der Arena. Nein, ich will keine Angeberei lernen. Ja, ich will keine Angeberei lernen. Verzichte ich herzlich gerne drauf. Wo kommt deine Stärke? So. Dann tauschen wir jetzt mal. Weil als nächstes muss nämlich die Arenaleiterin kommen. Wer ist die Frieda? Ja. Weird Name. Weird Name, Bro. So. Super klasse. Jetzt haben wir eigentlich alles freigeräumt. Nee. 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 Und dann, Schutz wirkt nicht mehr. Das ist eine wichtige Information in der Arena. So, hep. Aber bevor wir Frieda herausfordern, beende ich den Part mal für heute. Wenn euch gefallen hat, denkt daran, Daumen oben, supportet ungemein. Und wenn ihr Lust habt, zu sehen, ob wir Frieda verprügeln oder ob sie eine Herausforderung wird, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann, Freunde. Ciao.